klingt irgendwie komisch. Finden Sie jemand anderen, der Ihre Drecksarbeit macht? Natürlich. Sie sind eben an einer Sache wie dieser nicht interessiert, die einen Ort wie Omega verändern könnte. Tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. Nicht so schüchtern. Dafür bin ich nicht in der Stimmung. Hau ihn. Mein Fehler. Natürlich. Aber bitte nicht schlagen. Manche Leute hier machen Geschäfte mit anderen Leuten in der ganzen Galaxie. Wenn ich Informationen über diese Geschäfte hätte, könnten wir einigen Staub aufwirbeln. Mehr sage ich nicht. Ich höre zu. Ich bin im Informationsgeschäft. Es ist nicht illegal. Ich brauche nur jemanden, der Päckchen an bestimmten Orten hat. Finden Sie Kommen Sie wieder an. Vorbei. Geh auf. Durch die Tür. Bereut! Das Ende ist nah! Nein, das Ende ist garantiert nicht nah. Päckchen schweres Gerät. Erhöht Reservemunition für schwere Waffen um 10%. Kaufen wir. Und ein Hackmodul. Doppelte Hackzeit. Das ist wertvoll. Cool. Ich hab vielleicht auch was für Menschen. Allerdings. Ich bin heute in Spendierlaune. Aber ich glaube, woanders kann ich bessere Ware finden. Sie werden nirgends eine bessere Auswahl finden. Außer Sie wagen sich auf den Schwarzmarkt. Ich verhandle lieber mit Ihnen, als diesen Dieben Geld zu geben. Können wir denn vielleicht einen Deal aushandeln? Hören Sie, mit dem Schwarzmarkt kann ich nicht konkurrieren. Ich muss auch Gewinn machen. Ich werde mein Möglichstes tun. Aber sagen Sie es niemandem, sonst geht's mir an den Kragen. Tja, wieder Rabatt bekommen. Und ein Vornax. Cool, so wie es aussieht. Naja, eine Pornozeitschrift ist was. Ja, Sniper-Schaden. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Erhöhen Stimmlaufgeschwindigkeit um 10%. Neue Stiefel. Wow. Neue Polster. Ein Waffenschaden. Ja! Und dann noch das Kreuzmodell kaufen. Die Leute kommen an solche Orte, weil sie ein besseres Leben suchen. Und nach ihrer Ankunft finden sie das hier. Leute voller Leben, die auf einer Welt voller Verbrecher in die Armut gezwungen werden. Sie für... Bereit! Das Ende ist nah! Hey, die Diana. Sind Sie wegen meiner Tochter hier? Meine Neffe ist vor einer Woche gestorben und niemanden scheint es zu interessieren. Die Mediziner reden von einer Gehirnblutung, aber das ist nicht wahr. Es war Mord. Jemand hat meine Neffe ermordet, meinen Schatz. Mein Schatz. Ich glaube auch, dass sie ermordet wurde und ich suche ihren Mörder. Danke. Es ist so schwer, wenn einem niemand glaubt. Ich bin jetzt ganz allein. Gehören Sie zu Arias Leuten? Ich bin hier, um zu helfen. Ist es wichtig, wer mich geschickt hat? Niemanden auf dieser Höllenstation kümmert es, dass meine Neffe tot ist. Wenn Sie etwas unternehmen können, werde ich behilflich sein, so gut ich kann. Hatte Ihre Tochter viele Freunde? Nein, viele nicht. Sie war verschlossen. Die meiste Zeit hat sie ihre Skulpturen angefertigt und war nicht mit Freunden unterwegs. Aber etwas hat sich in den letzten Wochen verändert. Sie hat angefangen, von einer Asari zu erzählen. Morinth. Verstehe. Ich mochte sie nicht. Sie hat Neff in Clubs mitgenommen. Und ich bin sicher, dass meine Tochter von ihr Drogen bekommen hat. Was für eine Person war diese Morinth? Ich habe sie nie getroffen, aber Neff hat von ihr geschwärmt, als wäre sie eine Königin. Wenn sie von Morinth sprach, hätte man glauben können, dass es sonst niemanden auf der Welt gab. Das kommt mir bekannt vor. Samara, kontrolliert Morinth ihre Opfer durch Drogen?
Sie kontrolliert sie durch bloßen Willen. Die Drogen sind nur Lifestyle. Sie liebt den Club, den pulsierenden Bass. Sie ist eine Hedonistin. Diese Morrens hat meiner Tochter also geschadet? War sie es, die... Wer das getan hat, wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Wir schwören Ihnen, dass Neff schon bald wieder ruhig schlafen kann. Die kann gar nicht mehr schlafen. Das hoffe ich. Oh, mein armer Liebling. War Neff mit jemandem besonders oft zusammen? Sie war immer so ruhig, wenn sie hier zu Hause arbeitete. Und dann, vor ein paar Wochen, begann sie plötzlich ständig auszugehen. In den VIP-Bereich von diesem Club am Ende der Straße. Ich glaube, man braucht ein Passwort oder so, um reinzukommen. Die Veränderung kam so plötzlich. Sie war einfach nur müde und unkonzentriert, wenn Morrens nicht in der Nähe war. Was für ein Mädchen war Ihre Tochter? Meine Neffe hatte in sich so ein Feuer. Sie war schüchtern, aber sehr kreativ, irgendwie getrieben und das beste Mädchen, das eine Mutter sich wünschen kann. Sie war kreativ? Wie? Sie war Bildhauerin. Mehrere Galerien waren an ihr interessiert. Sie sagten, ihre Werke seien so unverbraucht. Darf ich Neffs Zimmer durchsuchen? Ich will nichts durcheinanderbringen. Ihre Kleidung, ihre Kunst, ihre Skulpturen. Alles ist genauso, wie sie es zurückgelassen hat. Und so wird es immer bleiben. Mein Schatz ist fort. Sie ist... Danke. Es tut mir leid. Ich vermisse sie so sehr. Schon in Ordnung. Wir alle mussten Verluste durchleiden. Ich weiß, was es bedeutet, eine Tochter zu verlieren. Ich werde sie rächen. Danke. Und wenn es Ihnen hilft, den Mörder zu finden, dann durchsuchen Sie ruhig Ihre Sachen. Wir werden uns respektvoll verhalten. Ich werde Ihre Sachen durchsuchen. Und es kommt nur noch die Matt. Und noch das letzte Modell holen. Ja. Nein. Gehen wir jetzt einfach mal schnell. Das Ende ist nah. Ja, das Ende ist nah. Gehen wir jetzt einfach mal zu dem Mörder. Sind Sie wegen meiner Tochter hier? Meine Neffe ist vor einer Woche gestorben und niemanden scheint es zu interessieren. Die Mediziner reden von einer Gehirnblutung, aber das ist nicht wahr. Es war Mord. Jemand hat meine Neffe ermordet, meinen Schatz. Ich glaube auch, dass sie ermordet wurde und ich suche ihren Mörder. Danke. Es ist so schwer, wenn einem niemand glaubt. Ich bin jetzt ganz allein. Gehören Sie zu Arias Leuten? Ich ermittle aus eigenem Interesse in diesem Fall. Niemanden auf dieser Höllenstation kümmert es, dass meine Neffe tot ist. Wenn Sie etwas unternehmen können, werde ich behilflich sein, so gut ich kann. Hatte Ihre Tochter viele Freunde? Nein, viele nicht. Sie war verschlossen. Die meiste Zeit hat sie ihre Skulpturen angefertigt und war nicht mit Freunden unterwegs. Aber etwas hat sich in den letzten Wochen verändert. Sie hat angefangen, von einer Asari zu erzählen. Morinth. Verstehe. Ich mochte sie nicht. Sie hat Neff in Clubs mitgenommen. Und ich bin sicher, dass meine Tochter von ihr Drogen bekommen hat. Was für eine Person war diese Morinth? Ich habe sie nie getroffen, aber Neff hat von ihr geschwärmt, als wäre sie eine Königin. Wenn sie von Morrens sprach, hätte man glauben können, dass es sonst niemanden auf der Welt gab. Das kommt mir bekannt vor. Samara, kontrolliert Morrens ihre Opfer durch Drogen? Sie kontrolliert sie durch bloßen Willen. Die Drogen sind nur Lifestyle. Sie liebt den Club, den pulsierenden Bass. Sie ist eine Hedonistin. Diese Morrens hat meiner Tochter also geschadet? War sie es, die... Wer das getan hat, wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Sobald uns alle Fakten vorliegen, werden wir entscheiden, wie wir vorgehen. Wenn Sie die Person finden, die meiner Neffe etwas angetan hat, dann bringen Sie sie um. Oder Sie sagen mir, wo sie ist, dann mache ich es selbst. Was für ein Mädchen war Ihre Tochter? Meine Neffe hatte in sich so ein Feuer. Sie war schüchtern, aber sehr kreativ. Irgendwie getrieben und... Das beste Mädchen, das eine Mutter sich wünschen kann. Sie war kreativ? Wie? Sie war Bildhauerin. Mehrere Galerien waren an ihr interessiert. Sie sagten, ihre Werke seien so unverbraucht. Darf ich Neffs Zimmer durchsuchen? Ich will nichts durcheinanderbringen. Ihre Kleidung, ihre Kunst, ihre Skulpturen.
Alles ist genauso, wie sie es zurückgelassen hat. Und so wird es immer bleiben. Mein Schatz ist fort. Danke. Es tut mir leid. Ich vermisse sie so sehr. Schon in Ordnung. Wir alle mussten Verluste durchleiden. Ich weiß, was es bedeutet, eine Tochter zu verlieren. Ich werde sie rächen. Danke. Und wenn es Ihnen hilft, den Mörder zu finden, dann durchsuchen Sie ruhig Ihre Sachen. Danke. Wir werden uns respektvoll verhalten. Ich werde Ihre Sachen durchsuchen. Neff hat das gemacht. Ein Mann von einem Baron hat mir 4 Jahresgehälter dafür geboten. Neff, ich schicke dir dieses Hologramm von dem Elcor-Künstler Forta. Seine Arbeit ist erhaben, aber sieh sie dir nicht zu lange an, sonst wirst du wahnsinnig. Ältesten Eintrag anzeigen. Hey, Tagebuch. Zyklus 34, Orbit 671. Es gibt viel zu bequatschen. Ich habe ihr Roots Namen gesagt und sie haben mich in den VIP-Bereich des Afterlife reingelassen. Alle haben mich angestarrt, ganz sicher. Plötzlich fängt neben mir eine total schöne Asari an zu tanzen. Sie bewegte sich wie Wasser. Immer in Bewegung. Ständige Veränderung. Aber doch klare Formen und fester Körper. Ich bin in Trance. Dann habe ich mit ihr getanzt. Später haben wir was gegessen und ich werde sie morgen wiedersehen. Mittleren Eintrag anzeigen. Zyklus 36, Orbit 671. Bin ich ein Freak? Morans ist ein Mädchen wie ich. Und sie ist ganz klar kein Mensch. Aber wenn wir tanzen und das Herrlichs durch meinen Körper fließt, wie sie mich dann ansieht, mit dieser Gier, dieser Sehnsucht, so hat mich noch nie jemand angesehen. Heute Abend haben wir uns geküsst. Letzten Eintrag anzeigen. Zyklus 42, Orbit 67. Heute Abend nimmt sie mich in ihr Apartment mit. Was auch geschieht, ich will für immer bei ihr bleiben. Sie kann meine Werke verkaufen. Wir könnten an einem noblen Ort leben, wie die Frauen in Vainia. Dem Video, das Morans so gefällt. Wie konnte ich so viel Glück haben? Ich bin doch nur ein dummes Mädchen von Omega. Holo-Tagebuch schließen. Das ist das Werk von Morinth. Künstler und kreative Leute ziehen sie an. Wesen mit diesen bestimmten Funken in sich, zudem meist leicht isoliert. Sie beeindruckt sie durch Intelligenz und Sexappeal. Die Jagd ist für sie ebenso interessant wie das Schlagen der Beute. Jeder, der 400 Jahre lang intelligente Lebewesen gejagt hat, ist mit Vorsicht zu genießen. Morinth kommuniziert auf vielen Ebenen. Ihr Körper teilt dem ihren mit, dass unvorstellbare Ekstase auf ihn wartet. Ihr Duft weckt lange versteckte Gefühle. Ihre Augen versprechen Dinge, die sie noch nie von jemandem zu erbitten wagten. Ihre Stimme flüstert noch, wenn sie schon längst nichts mehr sagt. Das klingt eher nach einer hochentwickelten Killerin als nach einem Wesen mit Gendefekt. Den Zustand gibt es schon, seit mein Volk sich nachts am Feuer versammelte. Vielleicht ist es eher eine Art Symbiose als ein Defekt. Ihren Unterschlupf zu stürmen wäre keine gute Idee. Sie hat bestimmt 100 Fluchtpläne. Sie wird landen und dann für 50 oder mehr Jahre verschwinden. So nah war ich noch nie an ihr dran. Dann müssen wir sie also rauslocken. Genau. Shepard, Sie lesen meine Gedanken. Der VIP-Bereich des Afterlife scheint Ihr bevorzugtes Jagdgebiet zu sein. Sie müssen dort alleine und unbewaffnet hingehen. Sie wird auf mich zukommen. Sie können Morins rauslocken. Wenn sie mich sieht, wird sie mit Sicherheit fliehen. Aber Ihnen kann sie nicht widerstehen. Sie sind auf dem Schlachtfeld ein Künstler. Sie strahlen diese Lebenskraft aus, die sie anzieht. Ihre Kraft wird sie anlocken. Ich gehe da ohne Waffe und Verstärkung rein? Ich werde das Ganze aus dem Schatten heraus beobachten, Shepard. Sie werden niemals alleine sein, das schwöre ich. Aber Sie dürfen nicht mit Waffen und Soldaten reinplatzen. Morinth ist viel zu gerissen. Sie würde einfach verschwinden. Die Aktion muss subtil und raffiniert sein. Vertrauen Sie mir. Wir verlieren Zeit. Nichts wie hin. Ich stimme zu. Wir können weiterreden, wenn wir dort sind. Gut, dann gehen wir mal zum VIP-Bereich des Afterlives. Bereit! Das Ende ist nah!
wirkt im Vergleich hierzu, wäre der Rest des Afterlife gar nichts. Muss ein kluger Kopf gewesen sein. Wer war's? Ja, Root. Gehen Sie rein. Kleiner Tipp. Wenn Sie einen Streit anfangen, tun wir Ihnen weh. Werden Sie angegriffen, können Sie sich natürlich wehren. Sie müssen allein reingehen. Morins wird Sie beobachten. Wie jedes Raubtier ist sie vorsichtig. Sie müssen ihr Interesse wecken, damit sie sich ihnen nähert. Wenn sie ihr direkt gegenüberstehen, sorgen sie subtil dafür, dass sie sie in ihr Apartment einlädt. Ich folge ihnen unauffällig. Und wenn sie allein sind, schnappt die Falle zu. Hören Sie, bis zu meiner Ankunft schweben sie in großer Gefahr. Sie wird Schreckliches für sie vorbereiten. Und wenn sie nicht aufpassen, werden sie das sogar wollen. Wie überzeuge ich sie davon, mich mit nach Hause zu nehmen? Sie bewundert Stärke, Direktheit und Lebenskraft.